Que pasa, Leute! Herzlich willkommen zu Iron Mike Bodybuilding! Heute sprechen wir mal über meinen aktuellen Ernährungsplan für diese Form. So habt ihr hier gleich im Vorspann einen kleinen Formcheck. Und ich werde euch zeigen, wie ich mich aktuell ernähre, damit ich das so quasi halten kann. Und checkt's aus! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Mahlzeit 1 ist so simpel wie altbekannt und gut und lecker und altbewährt. Und zwar gibt's ein Porridge. Bei mir gibt's 80 Gramm Haferflocken, einen Löffel Flohsamenschalen nochmal für die Verdauung. Dann gibt's für die Cremigkeit einfach das Vorteilsprotein, weil dann habe ich ein bisschen mehr von der Masse. Ich erzähle euch gleich, warum ich das so will. Das gibt's dazu, 80 Gramm Beeren, Obst, 81, Assi und 35 Gramm Peanut Butter noch oben drauf. Mega lecker. Warum ist das so? Ich bin ja momentan noch bei dem McFit-Projekt Big Pump mit dabei. Und es bedeutet jetzt zum Beispiel, also ich mache meine Ernährungspläne immer spezifisch für die Woche, damit sie so für mich für diese Woche funktionieren. Und ich, und jetzt kommt's, wenn ich diesen The Big Pump Live Kurs gebe, der geht 50 Minuten, ist extrem intensiv, geht auf die Pumpe, geht auf alles. Und ihr wisst, sowas geht auch schnell mal auf den Magen, da will ich nüchtern sein. Heißt also, jetzt in dieser Woche gehe ich um 16 Uhr, beziehungsweise um 16 Uhr ist dort mein Training, um 14 Uhr muss ich schon los dahin, weil ich eine Stunde vorher da sein muss wegen dem Verkabeln. Ich werde also jetzt um 10 Uhr frühstücken und werde schauen, dass ich ordentlich Kalorien reinhole. Das sind zwar nur 700, aber es ist alles drin, was ich brauche. Und dementsprechend werde ich bis dahin so gut wie ausgenüchtert sein. Deswegen wollte ich auch das Vorteils, weil dann habe ich so ein bisschen länger was im Magen. Ich merke das ein bisschen länger, dass ich was gegessen habe. Ich werde nicht so schnell wieder hungrig. Trotzdem verdaue ich das relativ gut. Und bis dahin ist mein Bauch flach. Ich bin nüchtern und kann perfekte Leistung bringen. Wenn ich dann den Shelter drin habe, dann klappt das wunderbar. Die Kehrseite ist, und die ist ziemlich cool, wenn ich dann wieder zurückkomme, muss ich noch ungefähr 3000 Kalorien reinholen, abzüglich des Isolatshakes und des Riegels, die ich mir dort immer gönne. Das ist so mein Ritual dort nach einem überstandenen Workout. Insgesamt kann man sagen, ich bewege mich für die ganze Zeit des Big Pumps noch etwas im Low-Carb-Bereich, jetzt die letzten zwei Wochen sogar noch etwas lower, weil ich einfach die Form halten wollte, beziehungsweise noch ein bisschen Wasser lassen wollte. Trotzdem sind die Kalorien auf ca. 3,6 bis 3,7. Man muss hierzu aber auch noch sagen, ganz, ganz wichtig, das kann man so momentan nicht mehr sehen. Ich habe insgesamt pro Woche Kalorien erhöht, denn ich bin an den beiden Tagen des Wochenendes immer bei ca. 3,9 bis 4. Und da sind ja meine sogenannten Ladetage. Da lade ich dann auch den Überschuss quasi an Carbs und habe auch insgesamt ein höheres Carb-zu-Fett-Verhältnis zum Beispiel, kann man so sagen. Ich habe 1 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht, also ungefähr 110. Ich habe 275 Gramm Kohlenhydrate. Ich weiß, es ist wenig, aber habe ich ja gesagt. Und brachialste 356,96, also knappe 357 Gramm Eiweiß. Ich weiß, da kann man mich jetzt für verrückt erklären, aber hier geht es tatsächlich darum. Es ist insgesamt quasi etwas weniger Kalorien. Muskulatur möchte ich so gut wie möglich halten. Deswegen viel Eiweiß für meine Verhältnisse sogar. Dann haben wir Kohlenhydrate auf ein Minimum beschränkt. Und relativ gut, aber noch um zu funktionieren einfach. Ich habe noch Power, ich habe guten Pump und die Fette definitiv auf 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht, weil ich erstens die Kalorien brauche und zweitens auch hier, weil ich einfach funktionieren muss. Das sind für mich Kalorien, mit denen ich super funktioniere und da das Frühstück jetzt knappe 727 Kalorien hat, werde ich, wenn ich zurückkomme, etwa 2800 Kalorien reinholen dürfen in 3 Mahlzeiten, was auch eine ziemlich spaßige Nummer wird. Wenn das Wasser zu heiß ist, dann gehen die Enzyme kaputt. So, die werden dann bitter. Da haben sich schon ein paar beschwert und haben behauptet, das Zeug schmeckt scheiße und was weiß ich, aber die haben halt nicht nachgedacht, mitgedacht. Wissen halt auch nicht viele Leute. Stimmt schon, ist okay. Einfaches Rezept, so mache ich's. Erst verrühren mit dem Wasser. So, dann nochmal etwas kühleres Wasser hinzugeben, wenn es schon Porridge-mäßig ist. Das sind jetzt kernige, sogar die sind jetzt schon im Porridge-Style. Dann etwas kühleres Wasser hinzugeben. So viel, dass der Porridge eben, beziehungsweise, ne, dass das Protein greifen kann. Weil ihr seht, das wird sehr, sehr schnell sehr teigig jetzt. Da muss nochmal Wasser dazu.
Aber dann kannst du es problemlos einrühren, ohne dass es bitter wird und hast halt eine geile Masse. Nämlich so einen Vanille-Porridge-Pudding. Beeren drüber. So halbwegs schön anrichten noch. Folgt die Erdnussbutter. Und das kann gegessen werden. Und bei mir noch Pflicht. Ich will wirklich nichts dem Zufall überlassen, was die Verdauung angeht. Deswegen gibt es auf jeden Fall auch noch eine Enzymkapsel von Big Zone dazu. Die sind wirklich extrem gut, was sowas angeht. Könnt ihr natürlich auf bigzone.de mit Mike 10 günstiger schießen. Und jetzt ist Zeit fürs Frühstück. Ja Leute, circa 5,5 Stunden später, muss man dazu sagen, bin ich jetzt hier beim Big Pump. Und ja, der Hunger macht sich definitiv bemerkbar. Ich merke das aber gleich, wenn der Shelter drin ist, dann vergesse ich das. Und freue mich einfach nur noch aufs Workout. Mit einem leeren Magen macht sich das schon viel besser, deswegen finde ich das gut so. Und danach geht es auch schnell nach Hause. Und dann habe ich noch einiges reinzuholen an Essen. Das ist halt mega cool. Und dann beginnt das große Fressen. Und das kommt nach dem Training halt eher wie ein Aufladen. Und deswegen ist das besser als vor dem Training mit vollem Ranzen. Also jetzt wird erstmal hier gepumpt. Und dann geht es nach Hause essen. So, Big Pump ist geschafft. 50 Minuten Feuerwerk. Heftigstes Bodyweight Training. Ich bin wieder heftig ausgelastet. Und jetzt kommt das Geile. Wie angekündigt, ein Isolat-Shake und ein Riegel sind drinne. So. Jetzt komme ich nach Hause und habe noch sage und schreibe drei Mahlzeiten vor mir. Es ist 18.30 Uhr und gegen 0 Uhr gehe ich schlafen. Also jetzt wird wirklich im allerspätestens 3-Stunden-Takt gegessen und alles richtig große Dinger. Das ist halt mega. Ich bleibe jetzt eigentlich nur noch zu Hause und fresse. Und das habe ich mir für die Woche so zurechtgelegt, weil es einfach geil ist. Ich kann so nüchtern trainieren, kann Leistung bringen und kann mich danach einfach vollladen. Und das zeige ich euch jetzt einfach, was da noch alles so reinkommt. So, und schon bin ich zu Hause, voll im Modus. Also, und ihr werdet euch jetzt denken, Mann, der hat noch so viel reinzuholen und was macht er? Genau! Es kommt zuerst mal 150 Gramm Reis-Rohmasse. Ne? Das heißt, wir haben dann hier ungefähr das 2, irgendwas Fasse. Dann haben wir hier Hähnchen 200 Gramm, dafür wird die Pfanne gerade heiß. Und hier läuft gerade der Garvorgang für 130 Gramm Mischgemüse und ungefähr 130 Gramm Brokkoli. Also ich schreibe immer 100 in meine Pläne, aber im Gemüse gehe ich einfach immer ein bisschen drüber. Es stopft schön und es ist saugesund und es muss rein, deswegen so wird sich der Teller auch ordentlich füllen. Das wird die erste Portion und dann sehen wir uns in 2 bis 3 Stunden wieder zur nächsten Portion. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her. So, jetzt noch unterwegs ein bisschen Nachschub besorgen. Hat nämlich noch ein bisschen was gefehlt. Und dann wird direkt weiter geköchelt. Ich muss mich sogar beeilen, damit ich meinen Mahlzeitenplan, meinen Zeitplan einhalte. Ich hole mir auf jeden Fall jetzt schon mal für den Feiertag ein saftiges Steak. Da habe ich mega Bock drauf. Werde ich auf den Grill schmeißen. So, und da haben wir die Ausbeute, zumindest ein bisschen Vorrat. Ich brauche momentan 6 Eier am Tag. Die Eimahlzeit kommt jetzt auch wieder. Deswegen habe ich gleich mal 2 mitgenommen, dass ich übers Wochenende Ruhe habe, weil ich habe ja noch 1,5 Packungen. Dann habe ich Hähnchenfleisch mit dabei und auch sowas ist zum Beispiel für, wenn ich unterwegs bin. Die nächsten Tage werde ich länger beim Big Pump bleiben müssen, weil ich gleich 2 oder 3 Sachen mache. Da werde ich zwischendurch schnell Reiswaffel-Sandwiches einschieben anstatt der Reismahlzeit und werde das aufs Wochenende schieben mit den Kalorien, weil die fallen dann etwas kleiner aus, aber das ist in Ordnung. Ich will ja auch nicht so einen vollen Magen haben, das habt ihr ja gerade gehört, das ist mir ganz wichtig. Deswegen geht es nur darum, nach dem ersten Training ein paar Carbs aufzuladen und dementsprechend schon mal Protein, weil es geht um Donnerstag und da wird es abends wahrscheinlich Sushi geben und dann fällt viel Protein flach. Dementsprechend, das hier muss dann ganz gegessen werden. Brokkoli habe ich gleich 2 mitgenommen, weil ich davon auch ungefähr 300 Gramm am Tag brauche. Und Mischgemüse auch nochmal eine ganze Packung. Ich habe eben gerade eine angefangen, dann kommt es hin. Und das Ding hier schmeiße ich mir Donnerstagabend dann wahrscheinlich noch auf den Grill nach dem Sushi. Je nachdem, vielleicht auch erst Freitag. So, das ist erstmal der Vorrat. Jetzt wird gekocht. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out
of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind. Jo, und die nächste Mahlzeit kennen viele schon aus meiner Diät, zumindest die, die mich schon länger verfolgen. Und die habe ich einfach beibehalten, weil ich finde, dass die einfach perfekt ist, um zwischendurch geile Fette zu liefern und einfach viel Protein, sowie auch eine Möglichkeit ist, gut Gemüse unterzubringen, was ich dann auch tun werde. Es sind nämlich 6 Eier, zack, zusammen mit 220 Gramm Rind, zusammen mit über 100 Gramm Brokkoli und über 100 Gramm Mischgemüse. Und normalerweise kommt noch ein bisschen Mais dazu. Jetzt, wo ich so viel Mischgemüse drin habe, mache ich meistens noch keinen Mais mehr drüber. Und dann kommen noch oben drauf 50 Gramm Idlin-Käse, wenn das Ding fast fertig ist. Und das ist ein einziger Traum. Und die letzte Mahlzeit für die Gains. Ist richtig was für Schleckermäuler. Schaut es euch an. Also, das alles, was ihr da gesehen habt jetzt quasi, oder was ihr jetzt in der App seht, ja, ich weiß, da sind Flecken passiert, ergibt einen Pancake-Teig. Es wird nämlich jetzt übergeil. Wir haben hier Eiklar. Die gibt es so im Fläschchen im Kaufland, pasteurisiert. Wenn nicht, bei DM gibt es die auch oder spätestens in der Metro als Literpackung oder im Internet natürlich. Dann das Vorteilsprotein von Big Zone könnt ihr mit Mike 10 natürlich auch bekommen auf bigzone.de. Das ist ein Mehrkomponentprotein mit hohem Caseinanteil. Vorteil hierfür, eigentlich nur genau für solche Backmischungen meiner Meinung nach, denn es klumpt quasi sehr stark. Es wird sehr puddingartig, allein schon, wenn du es alleine mit Eiklar verrührst. Ich werde noch einen draufsetzen und werde 40 Gramm Instant Oats dazuhauen. Dann wird es wirklich eine klumpige, teigige Masse. Noch ein bisschen Flohsamenschalen für die Verdauung. Dann ist der Teig schon fertig. Dann gibt es Beeren obendrauf als Topping mit diesem Topping. Nimmt der Quark. Nicht ganz, kommt ein bisschen Wasser dazu und ein paar Flav Drops im Cheesecake-Style. Und dann habe ich so ein Cheesecake-Topping. Das wird dann so leicht flüssig. Das wird genial. Als weiteres Topping tritt hier in Kraft Peanut Butter. Ja, und zwar 100% Erdnüsse natürlich, Sea Salt-Style. Und des Weiteren wird es diverse Zero-Soßen geben. Schon mit meinem Ernährungsplan. Wie schon erwähnt, bin ich momentan bei ca. 3,6, also Erhaltungskalorien, und im Durchschnitt, wenn man bedenkt, dass ich am Wochenende dann ca. 200 Kalorien mehr pro Tag esse, um nochmal etwas Kraft zu tanken, bin ich auch etwas höher. Ich befinde mich gerade im Recompen oder Rebounden, je nachdem wie man es nehmen will, und quasi auf dem Rückweg nach der Diät die Muskeln wieder zu füllen, und zwar lean wieder zuzunehmen. Funktioniert bis jetzt ganz super. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich diese Form hinbekomme in den letzten 4 Wochen. Und es wird auch ab nächste Woche wieder ungefähr 200 Kalorien bergauf gehen. Da werden wir mal schauen, wie sich das verändert. Für heute bin ich soweit. Ich werde jetzt meine Pancakes essen. Wenn ihr dieses Video gut fandet, lasst einen Daumen oben da. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Ernährungsplan haltet. Ob ihr den so auch übernehmen wolltet oder würdet, oder ob da was ganz und gar nicht geht. Und ansonsten freue ich mich auch generell über euer Feedback. Lasst mir ein Abo da, lasst mir eine Bewertung da, aktiviert die Glocke, und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Iron Man Bodybuilding. Oh, will you fucking fight back?